Jo Leute, was geht? Krass raus. Ist im Apparat und heute kommen wir zu der Böller-Tour 1.0. Vorfreude Silvester, was auch immer. Ich habe die ganze Sache bei Legalpyro gekauft. Jetzt machen wir hier erstmal Domo Mikro und dann wechseln wir die Location. Wen es interessiert, ist in Deutschland auf jeden Fall legal. 8,8 Gramm auf die ganze Packung. In F2. Sind ziemlich leise. Also 3, 2, 1, Zündung. Also wie gesagt, es ist schon auf jeden Fall einiges lauter als hier. Eher so wie ein D-Böller von Weg, hätte ich gesagt. Jetzt machen wir so meine zweitleiseste Sache, sag ich mal, die ich dabei habe. Und zwar handelt es sich hier um die Dumbo Pirates. Die habe ich für insgesamt, ich glaube, 1,60 € gekauft. Sind Kategorie F2. Ich weiß es leider nicht, ob die in Deutschland doch F3 sind. Verarbeitungsher, die sind richtig beschissen verarbeitet. Die haben eine richtig kleine Zündschnur und die sind einfach nur richtig weich und einfach gefühlt mega beschissen einfach. Jetzt mache ich erstmal ein und dann machen wir mal zwei auf einmal oder so. Also die Zündschnur natürlich nicht so schnell abbrennen. Also ich muss wirklich sagen, die sind auf jeden Fall schon um einiges lauter, sagen wir, als deutsche Böller. Aber im Vergleich, obwohl für 1,60 € kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Deswegen würde ich mir sie auf jeden Fall nochmal kaufen, aber ich sag mal 10 Stück, also 5, 6 Packungen würde ich mir jetzt nicht davon kaufen, hier ist eine Packung. Jetzt stelle ich, ja, ich scheißegal, jetzt mache ich noch einen. Ja, muss wirklich sagen, die Firma hat sehr hell, sagen wir, hell knallen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Artikel. Beim nächsten Artikel handelt es sich um F2-Bienen, die ich auch bei legalpyro.de erworben habe. Machen wir auf. Also die sehen so aus. Da hat eine Packung 60 Cent gekostet und ja, die machen wir jetzt erstmal. Also es ist keine normale Biene. Ja moin. Also ich habe mir ehrlich, ich habe mir vorgestellt, dass da mehr Cracking drin ist. Und das Cracking war auch mega leise, aber mal für 60 Cent kann man da jetzt nicht viel falsch machen. Jetzt mache ich noch mal so 2 Stück oder 3 Stück auf einmal. So, jetzt machen wir 2 auf einmal mal. Ja, die sind auf jeden Fall schon cool, kann man nichts sagen. Die sind cool. 60 Cent für eine Packung sind auch ganz okay, also das ist auf jeden Fall wie deutsche normale legale Bienen. Nicht einfach nur F1 Bienen, ist einfach F2 Bienen halt, ja. Als nächstes mache ich die Micro Rockets, also Micro Scream Rockets, die sollten einen Knall und einen Pipe haben. Sind auch in F2 Kategorie eingestuft, jetzt suchen wir erstmal was, wo wir sie wegballern können. Jetzt gucken wir erstmal, ob die abgibt, halt eine Scream F2 Rakete. Oh, die ist ja richtig cool, Alter. Richtig cool. Und da kostet eine Packung, glaube ich, auch nur so 40 Cent für 10 Stück. Das geht auf jeden Fall komplett klar. Jetzt schießen wir noch eine zweite. Diese Stelle natürlich nicht nachmachen. Ich mache die zweite auch auf dem Boden. Alter, das ist wie einfach so ein kleiner Pfeif mit dem Explode 1. Sehr nice, sehr nice. So, meine Leute, jetzt kommen wir auch zum Finale, zu den lautesten Böllern, die ich jetzt hier dabei habe. Und zwar sind es von Buffalo, die Zanzara, 20 Stück in der Packung. Eine hat, ich kann es jetzt hier nicht lesen, 15 Meter auf jeden, also Cut P1, 8 Gramm hat die ganze Packung. Ich glaube 0,4 hat da eine Packung dann, also ja, schätze ich mal. Ich kann mir nicht versprechen. Ja, hat auf jeden Fall 1,80 € gekostet, die ganze Packung. Und ja, jetzt geht's ab. Also wie gesagt, so sehen die aus. Oh, Zanzara, wir machen jetzt erstmal ein. Feuer. Alter,
Also es ist wirklich ein komplett anderes Kaliber. Die sind richtig laut. Auf jeden Fall Kaufempfehlungen gehen an die auf jeden Fall raus. Eigentlich alle Sachen, die man dich jetzt hier heute gezeigt hat, kann man auf legalpyro.de gerne bestellen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Metal Off an dieser Stelle und ciao.